Bundesweiter Bauernprotest. Wird unsere Landwirtschaft jetzt endgültig zerstört? Alles in diesem Video. Wir fordern euren Rücktritt. Raus aus unserem Bundestag. Rücktritt. Schluss mit diesem Volksverrat. Rücktritt. Hallo Freunde der Freiheit. Heute geht es um die Bauern. Und dieses Thema beschäftigt mich ganz besonders. Denn nach den 3 Jahren der Corona-Pandemie, nach den Kriegszuständen, die weltweit uns als Deutsche plötzlich auch etwas angehen, obwohl wir gar kein Geld mehr haben, nach der erneuerbaren Energie, die so toll ist, dass jetzt letztendlich die E-Autos zurückgezogen werden oder beziehungsweise VW gerade nicht produziert, geht es in vollen Marsch Richtung Regenbogenfarben. Und als ob das nicht genug Spott und Hohn ist, geht es jetzt an unsere Landwirtschaft. Das heißt an unser Essen. Und aus diesem Grund sollten wir hier noch einmal die Sachen kritisch betrachten. Herzlich willkommen. Gleich vorab, ich bin Björn Banane und ich komme aus der Zeit der Schwurbler, der Lügner, der Rechtsradikalen, der Antisemiten. Das wurde uns alles nachgesagt. Und am Endeffekt aber auch ein Stück weit der Propheten, denn wenn man mal rückwirkend die Situation betrachtet, möchte ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, siehste, aber es ist Zeit, dass wir als Gesellschaft irgendwie den Zusammenschluss wiederherstellen. Denn all das, was wir Querdenker, Schwurbler, Idioten vorausgesagt haben, ist passiert. Und ich stand damals als neuer Aktivist, denn ich habe vorher Party, Tanz und Alkohol als meine Lebensaufgabe gesehen. Ich habe nur sehr schnell erkannt, dass wenn die Polizei, die Staatsgewalt auf friedliche Demonstranten einprügelt, dann kann es kein medizinisches Problem sein. Und ich habe leider mit meinem Bauchgefühl Recht behalten. Und wer immer noch glaubt, dass es Long-Covid gibt, der möchte sich mal mit dem Thema Impfschaden etwas mehr auseinandersetzen. Denn so viel möchte noch gesagt sein, auch das MDR, das heißt eure Qualitätsmedien, berichten inzwischen von verunreinigten Chargen und dass bei BioNTech, Pfizer ganz andere Produktionsabläufe stattgefunden haben, als letztendlich in den sogenannten Studien standen. Und das heißt, ihr wisst gar nicht, was ihr jetzt in eurem Körper habt. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich kenne keinen Querdenker und ich habe sehr, sehr viele Kontakte in ganz Deutschland, Österreich und Schweiz, die ungeimpft an Long-Covid leiden oder überhaupt an einer Corona-Infektion. Ich kenne ein paar Menschen, die ab und zu auch mal bei der kalten Jahreszeit krank wurden, so wie meine liebe Freundin Sabrina Kollmorgen, die Intensivkrankenschwester. Aber dass Menschen wirklich schwer erkranken oder alle 3 Wochen krank sind, das gibt es in meinen Kreisen komischerweise nicht. Was unterscheidet uns von dem Rest? Denk selbst, hinterfrage selbst und finde die Zusammenhänge. Denn es ist alles dasselbe Thema. Deswegen habe ich jetzt am Anfang dieses Videos diese Sachen mit Absicht noch einmal kurz aufgerufen, denn man denkt immer, ja, wir Bauern, wir interessieren uns für unsere Agrarpolitik, wir Gastronome für die 19% Mehrwertsteuer, wir Pfleger für bessere Bezahlung und mehr Respekt und Würde für die Pflegekräfte und letztendlich ist es alles dasselbe. Diese Marionetten, die das entschieden haben, was hier passiert, die folgen einem großen Plan und das klingt alles sehr schwurblig und gruselig. Aber es ist auch so. Und ich möchte nicht aufhören, euch die Hand zu reichen, nachdem mir das in 2021 am 6. Februar passierte, als ich mit den Bauern reden wollte. Schaut mal rein. Genau, da hört man gleich die Diffamierung raus. Nein, ich bin nicht vom Berufswegen her Querdenker. Mein Name ist Björn Banane. Ich bin Sänger, Partysänger und DJ und bin genauso existenziell bedroht wie jeder andere, der hier auf diesem Platz steht. Und ich möchte einfach nur mal kurz sagen, das Problem, was wir wirklich haben, ist, dass jeder nur sich sieht und seine Perspektive. Wir sind insgesamt alle
existenziell bedroht in diesem Land. Ich genauso wie jeder Bauer, ich brauche jeden Bauer und bin bereit, hier auch mit jedem Bauer von euch Solidarität einzugehen. Aber das Problem ist, wenn wir diesen Menschen, diesen Verbrechern in diesem Bundestag wirklich unter Druck setzen wollen. Für alle, die es jetzt nicht gehört haben, du bist ein Querdenker, verpiss dich. Das ist die Geschichte, die ich machen werde. Die Ordnungskräfte, die mal, hallo, Kollegen, hier gibt es ein Problem. Hallo, wir sind unten, wir haben den Übergriff. Ganz kurz. Auf Wiedersehen. Da möchte ich gehen. Ganz einfach. So, wir haben ja das Problem, dass. Und deswegen keine Solidarität. Dass Jürgen jetzt Kollegen oder Mitbürger jetzt eine Solidarität einfordern, die sie die ganzen Jahre dem Landwirt gegenüber nicht gebracht haben. Das heißt, das, was an unserem Höfen losgeht, und das müssen wir allen letztendlich. Ich gehe davon aus, dass dieser Alf nicht für alle Bauern gesprochen hat und auch der nicht beurteilen kann, wie viel Solidarität ich in den letzten Jahren mit den Bauern geschlossen habe. Und das spielt auch hier überhaupt keine Rolle. Es geht hier nicht um Einzelbefindlichkeiten, es geht um das Große und Ganze. Es geht um unser gesamtes Leben. Es geht um die Zukunft auch unserer Kinder mit dieser Woke-Gender-Agenda, dass Kinder jetzt im freien Konzept spielen, in Kindergärten und in Schulen. Das alles sind Dinge, die hier in dasselbe Thema gehören. Und trotzdem ich da fast vom Platz geprügelt wurde, reiche ich euch Bauern immer wieder die Hand. Aber was aufhören muss, ist, dass wir gegenseitig uns belügen und dass wir den Feind nicht beim Namen nennen. Es geht nicht grundsätzlich nur um die Agrarwirtschaft. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das sorgt dafür, dass ich was auf dem Teller habe jeden Tag. Aber es geht auch um diesen medizinischen Skandal. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber schaut selber mal. Jetzt kann es ja nicht sein, dass es darum geht, dass sich Politiker mit einem kritischen Thema beliebt machen, sondern es geht hier um Gesundheitsfragen. Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen? Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod. Ich bitte Sie. Wir haben so einen hohen Krankenstand in Deutschland. Und es gab dieses Corona-Symposium von der Partei AfD im Deutschen Bundestag am 11. und 12. November. Da wurden die offiziellen Zahlen vorgetragen von Professor Dr. Stefan Hockerts. Daraus geht hervor, dass wir in 2020, ich erinnere euch ungern, ein historisches Hospitalisierungstief hatten. Aus diesen offiziellen Zahlen geht hervor, dass wir einen historischen Kurzaufenthalt von Krankenhausbesuchen hatten. Daraus geht hervor, dass wir eine historische Untersterblichkeit hatten in 2020. Daraus geht hervor, dass es überhaupt keine Pandemie gab, faktisch. Und dass es eine politische Agenda ist. Und diese politische Agenda ging dann weiter mit Kriegen, die uns nichts angeht. Die ging dann weiter mit dieser ganzen erneuerbaren Energie, die uns so schrecklich reich macht und die ganze Welt retten wird, während China und die USA sich vor Lachen nicht mehr halten können. Diese Agenda geht dann weiter, während unsere Kinder sich plötzlich fragen sollen, ob sie eine Giraffe oder eine Katze sind oder vielleicht doch lieber ein Bub oder ein Mädel. Diese Agenda geht jetzt zu den Bauern und soll uns den Essensdruck leer machen, dass der Deutsche dann nicht mehr so gut genährt ist, wie es jetzt ist. Und das kommt alles aus dieser Zeit. Schluss mit dem Lockdown. Damit hat alles begonnen, denn es ist alles dieselbe Agenda. Und der
Schrei nach Rücktritt, der ist vorhanden. Aber schaffen tun wir das nur, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Und das wird nur passieren, wenn wir uns, wie gesagt, vernetzen und wenn jeder aufhört, seine eigene Suppe zu kochen. Was soll sein? Im Januar kommen dann die Gastronomen, gehen die dann wütend auf die Straße, weil sie merken, dass sie pleite gehen. Die, die 2G mitgemacht haben und irgendwelche gesunden Menschen vor ihrer Tür gelassen haben. Die klettern dann auf die Barrikaden und sagen, ah, wir gehen jetzt pleite und die Autobahnmaut und die 19%. Und die Bauern sind dann schon pleite und sind schon aus dem Land gegangen oder sitzen, genau, auf, und, oder sitzen auf einem Schuldenberg. Danach kommen dann wieder die Pflegekräfte. Dann ärgern sich die Eltern, dass die Kinder so missraten sind und jetzt plötzlich gewaltsam sind, auch privat und Familien zerstören, weil sie das einfach pädagogisch so gepredigt bekommen, auch durch den nicht unwesentlichen Teil von Menschen, die in diesen Einrichtungen wie Kindergarten und Schule sind, die einen anderen Kulturkreis hatten und haben und den halt hier mit zu uns bringen, der nicht unbedingt auf allen Ebenen zu uns passt, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, damit es uns heißt, der ist rechts, der ist rechts. Ja, stimmt. Immer schön die Schnauze halten und im Gleichschritt Richtung Regenbogen marschieren. Das muss halt ganz dringend aufhören. Und aus diesem Grund wollte ich heute mal kurz diese Sendung euch aufnehmen, damit ihr selber mal seht, wo das Ganze hingegangen ist und was eigentlich alles passiert ist von den Vorhersagen und wie peinlich es ist, jetzt noch das Wort Schwurbler zu benutzen, wenn man mal bilanziert sagt, und sieht, eigentlich hatten die recht. Alles ist so eingetroffen. Gut, dann möchte ich auch noch ein bisschen diesen dritten Advent heute nutzen und möchte euch bitten, dass ihr eure Freunde, eure Kontakte, eure Familie, eure Lieben informiert, dass es mich gibt, Björn Banane, dass ich kritische Musik mache und dass ich gern auch über diesen Weg informiere. Also teilen, abonnieren und liken. Dankeschön und euch eine gute Zeit. Bis bald. Wir fordern euren Rücktritt.